Servus zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir ein bisschen Versus-Angriff. Und dann kommt heute ein absolutes Highlight. Ich möchte heute ein Pack öffnen. Ein Pack, was ein bisschen teurer ist. Und da überlege ich mir gerade, welches wir nehmen werden heute. Wir schauen mal, das öffnen wir, wir suchen jetzt erstmal das Pack aus und dann werden wir es im Anschluss öffnen. Ich weiß, vielleicht ist es rausgeschmissenes Geld, aber egal. Das werden wir dann später öffnen. Und jetzt können wir schauen wir den Verse-Angriff einfach. Und wir machen heute wieder ein paar Challenges. Und wir fangen mal an mit der Challenge, dass ich nur von außerhalb des Strafraums Tore erzielen kann. Falls ich jetzt versehentlich doch innerhalb vom Strafraum ein Tor erzielen sollte, muss ich beim nächsten Angriff mit meinem Stürmer nach hinten laufen und dann ein Eigentor erzielen. Das sind die Regeln. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so klappen wird, nur mit Toren außerhalb vom Strafraum. Ja, das wird nämlich gar nicht so leicht, befürchte ich. So, hier ist unser Gegner. Das bin ja ich. Ich habe jetzt erschrocken. 91er Gesamtwertung, aber das ist durchaus ein gutes Team. So. Dann let's go. Hernandez. Ich muss hier außerhalb schießen. Oh Gott. Komm, gewinne das Kopfballduell. So, Hernandez. Und Tor außerhalb des Strafraums. Und jetzt, Achtung, der Tor steht draußen. Nein, der geht viel zu hoch. Okay, jetzt Hernandez. Nicht in den Strafraum gehen. Und kein Problem für den gegnerischen Keeper. Nächste Chance. Jonas. Boah! Tor 3-1. Und was macht der Keeper denn? Alles klar, der Keeper haut sich den Ball selber ins Tor. Jetzt Vitolo. Wir haben ja heute Montag, wo ich das Video aufnehme. Heute wurde Jupp Heynckes vorgestellt als neuer Bayern-Coach. Ja, ich bin gespannt, was sie jetzt mit Heynckes erreichen werden. Also ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass Meister wird Bayern auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Pokalsieg sollte auch drin sein. Aber Champions League ist halt ganz schwer zu gewinnen. Weil wenn man sieht, was da dieses Jahr allein für Top-Mannschaften sind. Allein schon mal die Engländer. Manchester United ist gefährlich. Manchester City, Chelsea. Dann kommen die spanischen Mannschaften. Das sind dann Atletico Madrid, Barcelona, Real. Da haben wir schon 6. Dann Bayern 7. Dann müssen wir noch Juventus dazu zählen. Sind 7. Dann wiederum Paris Saint-Germain. Also sind wirklich 8 Mannschaften, die da wirklich eine realistische Chance haben. Dortmund habe ich eigentlich vor der Saison zu den Geheimfavoriten gezählt, aber das Problem ist halt, dass mit 0 Punkten wird schwer noch überhaupt zu überstehen. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Challenge. Die nächste Challenge ist folgendermaßen. Wir dürfen maximal 2 Pässe spielen. Und da muss der Abschluss kommen. Also das heißt, wir dürfen maximal 2 Pässe spielen. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Paar annehme, jetzt A den Ball, dann passt er zu B, dann darf der noch zu C passen. Und dann muss der Abschluss kommen. Genau, und dann schauen wir mal, ob wir die Challenge sogar noch erweitern. Und dann mit einem Pass spielen. Okay. Ein Pass. Hernandez. Und Cardinale von Nizza. Nizza hat dieses Jahr schwer.
in der Liga. Sie sind jetzt wieder reingekommen. Am Anfang war es sehr wackelig, aber jetzt scheint es doch, dass sie sich etablieren. Weil ich finde, dass Nizza eigentlich eine richtig starke Mannschaft hat. Einerseits haben sie Mario Balotelli, der leider sein Talent ein bisschen vergeudet hat. Einer der talentiertesten Spieler früher, aber war halt immer skandalös. Dann haben sie natürlich noch Dante. Triple-Sieger mit Bayern München und war in der Saison, wo der Champions League-Titel geholt wurde, auch ein extrem wichtiger Spieler. Und dann ist er noch All-Star Wesley Sneijder, der zu Nizza gewechselt ist von Galatasaray Istanbul. 7-0. Ist dieser Amano wirklich so schlecht, weil er schon irgendwie zwei Tore für mich geschossen hat? Oder will der mich verarschen? Das überlege ich gerade. 7-0, komm, 8-0, komm. Hernandez! Ja, der ist richtig gefährlich. Und jetzt. Achtung. Hernandez. Oh, Joen Cardinale holt ihn ja noch raus. Hernandez. Traumtor 8-0. So. Dann nehmen wir jetzt als letzte Challenge. Ich hau jetzt drauf. Wir dürfen kein Passspiel. Das heißt, der Spieler, der immer den Angriff den Ball kriegt, der muss dann sofort durchgehen. Ja, das ist jetzt meine Challenge. Meine Herausforderung schaffe ich, das ist wahrscheinlich die schwerste Challenge, weil das war eigentlich zu leicht, das hätte ich wissen müssen, weil zwei Pässe, egal. Dann kriegen wir wieder unseren verdienten Sieg-Token. Dankeschön, danke, 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 jawohl. Und dann geht's los. Mal schauen, was wir für einen Gegner kriegen. Wir spielen gegen Ronaldo, 82.000 Fans. Let's go. Ticos Extrem. Extrem. Extreme. Egal. Hoffentlich hat er nicht so ein extremes Team, weil wer hat eh. Also, ich bin gehandicapt. Also, ich habe mich selber gehandicapt. Ich habe mich selber gehandicapt. Ja. Okay, das ist mein Team. Und jetzt kommt das gegnerische. Hat er jetzt auch hier irgendwie seine eigene Challenge? Ich würde es lachen, wenn er das auch gerade zu YouTube macht und hier eine Bronze-Team-Challenge macht. Hernandez. Boah, 1-0. Ja, gut, das ist halt jetzt ein Lappen. Da kann ich, ist die ganze Challenge im Arsch. 2-0. Konterangriff. Oh oh. Ja, geh halt dran. Schön. 3-0. 4. Oh, der war nicht drin. 4-0 jetzt. Okay, jetzt wirklich ein extremes Team. Aber es ist halt wirklich so, im Bronze-Team hast du eigentlich fast keine Chance. Da kann es noch so gut sein, weil dann einfach die gegnerische Abwehr so stark ist. Da kommt es einfach nicht durch, weil die Bronze-Spiele so lahm sind. Ich habe selber schon mal die Bronze-Team-Challenge gemacht. Und zählt nicht. Und es ist relativ schwer, weil das Problem ist, die Spiele sind so lahm, man kann nicht schießen. Ah, schon wieder! Ja, ich vergesse es auch beim Reden. Oh Gott, immer wenn ich rede, vergesse ich, dass ich keinen Pass machen darf. Was ist jetzt? Okay. Jonas, Jonas, Jonas. 6-0, so. Und jetzt kommt das heftige Pack. So. Ich bin jetzt echt gespannt. So. Seid ihr bereit für das ultimative 200 K-Pack? Natürlich mal schnell die Belohnung ab. Einmal. Hallo, schön, dass du da bist. Blablabla. Ah, ich muss zwei Pläne abschließen. Und dann kriege ich wieder Gesamtbelohnung. Das schauen wir auch schnell im bei den Plänen. Ich dir irgendeinen Idiotenplan abschließen kann. Einmal.
irgendeinen x-beliebigen Spieler, immer so ein Spielerlos. Das heißt, da kann irgendjemand kommen. Aber komischerweise kommt da nur Bronze oder Silberspieler. Ich hätte noch, hat da maximal Silber gehabt und selbst Silber ist selten. Aber hier, wenn es ja so los ist, könnte das sein, dass es Ronaldo ist. Aber nee, es ist ja nie Ronaldo. Okay, so. Jetzt holen wir uns das Ganze ab. Und dann kommen wir zu unserem 200k-Set. Da musst du was drin, oder? Also wenn da nichts drin ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich nicht weiter. So, wenn ihr kein Pack-Opening vergessen, verpassen. Ich möchte das andere öffnen. Also wenn ihr solche weiteren Pack-Openings nicht verpassen wollt, dann abonniert mich einfach, es kostet nichts, genau. Ich habe schon 12 Abonnenten, wir haben jetzt seit Freitag, hat sich die Abonnentenzahl verdreifacht. Wir fangen an mit Pablo Sarabia von Sevilla. Dann folgt darauf Al-Soma aus der saudi-arabischen Liga, oder? Nee, keine Ahnung. Dann kommt Transferwert. Ah, das ist richtig cool. Nee, oder ja, die kann ich einsetzen. Dann hier. Janschke von Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. Kostic vom HSV. Der ist ja aktuell, glaube ich, sogar verletzt. Und da hat Hamburg aktuell Personalproblem. Da läuft auch nicht so toll. Dann gehen wir mal nach ganz hinten. Paulino, da ist der erste Elite-Spieler. Das ist schon ein Update. Paulino ja von irgendeinem chinesischen Club zu Barcelona gewechselt. Dann ist hier Marco Asensio. Dann schauen wir wieder auf die Glücksseite. Und hier ist Neuverpflichtung. Ja, die brauche ich. Die sind gut. Dann Transferwert. Transferwert. Ajite, so. Wir haben noch ein paar. Neuverpflichtung. Ja, die sind übelst cool, weil dann kriegst du so einen richtig guten Transferwert. Jetzt öffnen wir sie auf einmal und da kommt nichts mehr weiter. Dann schauen wir schnell zu den Plänen. Hier. So, dann hier, wie ihr seht, beim nächsten Video gibt es einen Goldvertrag umtausch. Und da kriegen wir einen zufälligen Top. Ist es ein Top-Transfer? Einen Top-Transfer. Und da hast du irgendwie mindestens 85. Das heißt, da kriegen wir auf jeden Fall einen seltenen. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert mich und dann werdet ihr sehen. Da bedanke ich mich für das Video. Ich finde es beim Zuschauen übelst cool, dass wir einen Elite-Spieler gezogen haben. Nämlich Paulino. Den können wir uns gleich nochmal anschauen hier. Wo ist das Ding hier? Paulino. Übelst cool. Dann